Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War 2. Ja, bevor wir hier weitermachen, drücken wir erstmal Escape und gehen hier in die Optionen. Denn ich habe da was Tolles entdeckt. Und zwar kann man hier Red Fog aktivieren. Und da ich Red Fog mag, würde ich mal sagen, aktivieren wir das mal für alle. Linearer, roter Nebelabzüge verwenden. Anstelle von quadratischen. Wo ist da der Unterschied? Man könnte Hidden Potential noch aktivieren. Ich mag auch verborgenes Potenzial. Das mag ich ebenfalls. Man kann hier sogar den Faktor einstellen. Also aktivieren wir das mal, damit wir das Long War Feeling haben. Damage Roulette bleibt aus. Und dann kann man hier in Long War 2 noch die Streifschuss. Ja. Also die Streifschüsse ein bisschen runterstellen. Ich habe das jetzt mal auf Standard gelassen, lasse ich auf Standard. Also wenn jemand damit gar nicht klarkommt, dass es so viele Streifschüsse gibt, dann weiß derjenige jetzt, dass man es hier runterstellen kann. Gut. Zurück zum Spiel. Und dann wartet ja noch eine Mission auf uns. Genau hier. Jo, da fliegen wir mal hin. Infiltration. Moment, bleib doch mal hier. Bestätigen. Wie wir sehen, hat hier jeder so eine Schutzweste dabei. Ist doch schon mal schön. Druck löschen, genau. Frage ist, werden wir da so viele Leute brauchen? Auf jeden Fall möchte ich ein paar Leute zum Trainieren mitnehmen. Wir sollen was zerstören. Also nehmen wir definitiv einen Grenadier mit. Eventuell noch einen Ranger. Und noch einen Sturmsoldaten. Marius, du bist auch mit dabei. Und dann füllen wir das Ganze mal mit Rekruten auf. Sander will natürlich höchstwahrscheinlich auch mit. Ich glaube, es wollen so ziemlich alle mit. Ich glaube, ich fülle einfach von oben nach unten auf. Sollte das Nützlichste sein. Genau, die zweite Reihe kommt auch mal mit. So. Damit wäre die Truppe fast voll. Oh, jetzt noch so viele Gegenstände hier ändern. Vielleicht wäre es sinnvoll, ein Medikit mitzuschleppen. Moment, ich kann eine Pistole als sekundäres Ausrüstungsgegenstand mitnehmen. Das ist gerade richtig gesehen. Oh, das ist interessant. Definitiv. Nehmen wir noch ein zusätzliches Medikit mit. Ja, bleib beim Sturmgewehr. Nehmen wir bitte auch ein Medikit mit. Damit haben wir jetzt drei Medikit. Vielleicht nehmen wir noch eine Rauchgranate mit, für alle Fälle. Ich hoffe mal, dass der Bug da behoben worden ist. Kann ich noch eine dritte Granate mitnehmen? An sich ja, wie es aussieht. Das ist gut. Nehmen wir mit. Vielleicht noch eine weitere Smoke. Und dann starten wir mal die Infiltration. Skyrange sind in Position für den Einsatz. Was ist ein Infiltrationseinsatz?
0% infiltriert. Hätte mir vielleicht mal etwas durchlesen sollen, beziehungsweise ein Tutorial angucken. Aber gut. Infiltration verstärken. Einsatz starten, warten. Ich glaube, wir warten einfach mal, oder? Oh, komm mal. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Sehr gut. Modularwaffen sind durch. Weiter. Annehmen. Oh, guck mal. So viel ganzes Zeugs, was wir jetzt herstellen können. Und dann erforschst du mir als nächstes Alien-Biotechnologie-Grundlagenforschung. Geh auf die Widerstandskommunikation. Ja, ist gut. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Mach das. Infiltration verstärken. 7 Tage, 9 Stunden bis zum obligatorischen Start. Komm, warten wir noch mal ein bisschen. Vielleicht bringt das Infiltrieren ja etwas. Oh. Noch eine Mission. Dann müssen wir was hacken. Wie viele Missionen bekomme ich denn gleichzeitig? Nun gut. Wir sollen was hacken. Einheit in einem anderen Trupp. What? Wie in einem anderen Trupp. Achso, verstehe, ich kann sie trotzdem auswählen. Wie gesagt, wir brauchen da jemanden zum Hacken, einen Spezialisten. So langsam gehen mir hier die Leute aus. Also ich glaube, ich darf keine 8 Leute auf einmal losschicken. Dann geben wir dir noch einen René Hilbert mit. Und dann vielleicht noch 3 Rekruten oder so. Infamauser. Leon M. Herbert. Weißt du was, wir füllen komplett auf, dann machen wir die andere Mission, damit uns da nicht nur was dazwischen kommt. Silas und Coranti kommen natürlich auch mit. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich direkt mal ein paar Leute nachrekrutieren, damit wir mehr Leute haben. Ja. Medikit. Rauchgranate. Dann nehmen wir bitte auch mal ein Medikit mit. Und dann starten wir hier mal die Infiltration. Bis hierhin ja noch recht interessant alles, ne? Weißt du was, gehen wir hier raus. Wir haben ja noch ein paar Vorräte. Die sollten wir definitiv einsetzen, um Leute zu rekrutieren. Die bekommen wir höchstwahrscheinlich bald wieder zurück. Ich rekrutiere einfach mal alles. Höchstwahrscheinlich ist es ein Fehler, aber hey. Sie leisten verdammt gute Arbeit beim Zug. Mehr bleibt uns nicht. Und die Aliens bedauern ganz gewiss seinen Verlust. Ich hoffe, Sie finden die Aliens genauso faszinierend wie ich, Commander. Neues Forschungsprojekt. Weiter. Kommunikationszentrale, sehr schön. Alien-Biotechnologie. Ja komm, mach das mal als nächstes. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich auch. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So. Commander, oh. Wir nun versuchen, den Kontakt zu lokalen Widerstandsgruppen auf der ganzen Welt herzustellen. Wenn wir ausreichend Informationen für einen Kontakt gesammelt haben, müssen wir das Zielgebiet nach dem Signal der Widerstandskämpfer scannen. Alles klar, Bradford.
2 Tage hätten wir noch Zeit. Da uns langsam so die Leute ausgehen, würde ich mal sagen, starten wir mal den Einsatz. Und da haben wir wieder den wunderbaren Ladebildschirm. Ja, sind wir bald da? Dauert anscheinend noch. Nun gut. Aber dieses Bild hier ist nett. Wir sind hier anscheinend diesmal in einer heruntergekommenen Bude. Und wir können los. Sehr gut. Voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Roger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Leute habe ich mitgeschleppt, ernsthaft? Ist das nicht ein bisschen ein kleiner Overkill? 13 Runden haben wir Zeit. Also ich glaube, mit so vielen Leuten müssen wir gar nicht losmarschieren. Oh, vielleicht ist es doch kein Overkill. Ich würde mal behaupten, wir versuchen die einfach mal zu umgehen. Genau, umgehen wir die Feinde. Aber ich würde mich trotzdem gerne mal in Position bringen, soweit es geht. Ach du Schreck. Das lasse ich mir nicht zweimal. Bei 8 Leuten war ich schon überfordert, jetzt muss ich 10 Leute steuern. Ich hoffe mal, hier geht keiner bei drauf. Verstanden. Rücke ab. Es kommt keiner weiter. Das ist ein Problem. Heading to that location. Wechsle Position. Oh, komm mal, hier hat man noch ein Plätzchen. Oh, ich habe keine Shotguns mitgenommen, fällt mir gerade so auf. Bin dabei. Die Ausrüstung muss ich mich da auch noch kümmern. Verstanden. Halte die Augen offen. Verstanden. Halte die Augen offen. So, marschieren die auf uns zu, da bleiben die da stehen. Wenn die da stehen bleiben, umgehen wir sie. Oh. Das ist ja sehr nett. Nicht gut. Wir könnten fast den gesamten Pott ausschalten. Ich glaube, das machen wir auch. Dann geht zwar unsere Tarnung flöten. Weißt du was? Die hier in der zweiten Reihe gehen mal alle auf Feuerschutz. Falls das was überleben sollte. Na komm schon. Du bitte auch Feuerschutz. Und dann eröffnet hier Hafu sauber mit einer Granate. Dann sind wir das Problem hier los. Hoffentlich. Sehr schön. 2 haben es überlebt. Leute, nicht daneben schießen. Sehr gut. Das Sektoide wäre erledigt. Ziel erledigt. Da drüben ist etwas. Beide Läufe, kurze Distanz. Alex, du flankierst mir den mal. Weg damit. Sehr schön. Bisschen Beute haben wir ja doch noch bekommen.
Tatjana, hol mir mal bitte die Beute ab. Was gibt's denn da Schönes? Ein fortschrittliches Zielfernrohr. Alles klar. Das Problem ist, jetzt dürfen wir uns nicht wirklich bewegen. Wenn wir nichts triggern wollen. Oh nein. Ja klar, das habe ich ja super hinbekommen. Na komm, machen wir hier mal eine Bereichsunterdrückung. Prozent ist ja so gut wie nichts. Was habe ich denn sonst noch für Optionen? So, René, du gehst mal hier hin. Und schmeißt mir deine Granate hier hin. Damit geht schon mal die Panzerung von der Drohne kaputt. Nun gut, noch haben wir alles unter Kontrolle. Kannst du hier flankiert werden? Die Top-Antwort ist höchstwahrscheinlich ja, wenn ich dich dahin stelle. Dann geh erstmal hier hin. Und schieß mir mal auf die Drohne. Und weg wäre sie. Ziel ausgeschaltet. Verdammt, gibt es hier viele Gegner. Xander, feuerfrei. Gut. Damit haben wir immer noch... keine Ahnung, wie viele Gegner aktiv. Oh, um die beiden mache ich mir Sorgen. Die Drohne verzieht sich, das finde ich gut. Daneben geschossen. Oh no. Au. Das war hässlich. Hört auf mit Quatsch und so. Das geht ja noch. Oh, dass die da immer automatisch auf Feldposten gehen müssen. Das gefällt mir mal gar nicht. Tatjana, geh mal hier hin. 40%, aber ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir ihm hier die Deckung wegsprengen. Dann können ihn alle anderen leichter platt machen. Genau, an die zwei Hitpoints kommen wir schon irgendwie ran. Alex? Zu der Karsbuddel möchte ich dich am besten nicht hinschicken. Bin schon unterwegs. Und gib ihm bitte den Rest. Nicht an ihm schießen. Gut. Erledigt. Die Munition wird knapp. Wie komme ich an die Drohne ran? Ich habe ja noch mehrere Granaten. Hier habe ich einen Gegner. Da hinten habe ich einen. Und hier habe ich die eklige Drohne. Hafo, geh hier hin. Du musst mir dann wieder mal ein bisschen was sprengen. Nö, ich komme da nicht ran. Oder doch? Geht's auch ohne Zivilisten zu töten?
Na komm, dann kill halt den Zivilisten. Was soll der Geiz? Wir werden ja schließlich nicht nach Zivilistenkills bezahlt. Oder bewertet. Nun gut, der steht jetzt frei. Na komm, René, schieß mir mal bitte auf die Drohne. Guter Treffer. Sander, du bitte auch. Nicht auf unsere Leute schießen. Verstanden? Ja, du hättest deine Flankierung. Na komm, schieß auf den da, dann ist er weg. Gut gemacht. Gut gemacht, Marius. Wirklich sehr gut. Hier können wir nicht wirklich nachrücken. Vor allem siehst du ja nichts. Ja, ihr seid einfach zu weit hinten. Geh einfach hier hin. Der Noob, bitte mal einen Feuerschutz. Enku Call, Feuerschutz. Guck mal, hier haben wir ja noch was. Was ist gefährlicher, die Drohne oder der Typ da hinten? Geh erstmal hier hin. Ja komm, schieß auf die Drohne, damit die weg ist. Gut. Feind neutralisiert. Der könnte jetzt für Probleme sorgen. Der kann uns hier sauber in die Flanke rennen, dann geht jemand drauf. Ja, ja, schimpf du ruhig. Er zieht sich zurück, weil da hinten auch nochmal ein Pott ist. Alles klar. Wo sind meine Medikits? Na komm, wir haben noch mehr als genug Zeit, also laden wir nach. Genau. Hafo geht schon mal hier rüber. Hast du was gesehen? Ich glaube nicht. Sander. Du kommst nicht in eine Deckung zum Nachladen. Ist egal. Geh hier hin. Tatjana geht mir dann hier aufs Dach hoch. Alex kommt mit. Alex lädt auch gleich mal nach. Nun gut. Hier gibt es aber verdammt viele Gegner. Stellt euch mal vor, ich hätte nicht so viele Leute mitgeschleppt. Oder nicht so viele Leute mitschleppen dürfen. Na komm, du gehst hier hin. Nachladen. Und Feuerschutz. Du hier bitte auch mal einen Feuerschutz. Nachladen. Und Feuerschutz. Enku Call. Hier hin. Xenon HD. Du gehst hier hin. Dann bräuchte ich hier mal einen Feldposten. Und dann gucken wir mal blöd. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Guck mal, da hat sich was bewegt. Hast jetzt den anderen Pot getriggert? Oh, sind das viele. Los Leute, tötet! Oha. Oh, da wurde gerade was Träger animiert.
Ach nö. Leute, keine Panik. Das finde ich gemein von euch. Alter, geht das ab. So viel zum Thema, wir haben ja erst genug Zeit, oder? Von da aus siehst du immerhin etwas. Also geh da mal hoch und löst bitte kein Overwatch aus. Gut. Dann schießen wir mal den da ab. Wir müssen hier unsere Flanke langsam sichern. Da könntest du den Overwatch bereits triggern. Hier auch. Moment, du siehst ja was. Ja, super, jetzt ist Hafu down. Eine Flashbang bringt mir da gar nichts. Eine Bereichsunterdrückung, eventuell. Ja, komm, machen wir es mal so. Sehr schön, damit können wir auch sauber aufrücken. Alex, geh bitte hier hin. Schießen oder Granate? Ich würde mal sagen, du schießt mal auf den da. 70% stehen an. Ah, der überlebt. Wo sind meine Medikits? Ach ja, meine Medikits sind in Panik. Ne, Enko Call, geh mal. Ach, du hättest ja eins. Geh mal hier hin und es bringt uns gar nichts. Probier's einfach. Sehr gut. Einer weniger. Daynight, du gehst mir mal hier hin. Wir müssen ja ein paar Gegner loswerden. Dringend. Und vielleicht auch ein paar Zivilisten. Na komm, Granate raus. Sehr gut. Da waren es nur noch drei in Sicht. Xenon HD. Du gehst bitte hier hin. Kommst du mit der Granate so weit? Nein. Dann schieß mal auf das da. Nein. Nicht gut. Gut, dann nächste bitte. Munition ist gleich alle. Ich will nur wissen, ob du den da siehst. Sieht nicht danach aus. Na komm. Sander, geh hier hin. Und Feuerschutz. Oha, noch ein weiterer Pott. Nein. Komm mal, da kommt ein Zombie angerannt. Den können wir locker mit einer Blendgranate ausschalten. Der ist nicht das Problem. Verdammt, kann er sich weit bewegen. Hallo, bleib doch mal stehen. Gedankenkontrolle steuern.
Au. Das war unnötig. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Und er rennt und er stirbt. Gut gemacht, Marius. Oh, langsam mache ich mir doch ein bisschen Sorgen um die Zeit. Immer schon brav den Kopf einziehen. Stehe unter Beschuss. Und er darf auch nochmal. Finde ich gemein. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Nun gut. Mit Panik kommen wir klar. Seine Deckung wegsprengen ist schon mal eine Option. Bist du von dem aus gesteuert? Wenn ja, dann bekommst du gleich eine Blendgranate. Haben wir hier noch eine Granate, um Deckung wegzusprengen? Ja, haben wir. War jetzt aber kein Sprint, oder? Nö. Ach nö. Immer alles aus der Reichweite. Moment, irgendjemand muss da jetzt mal langsam stabilisieren. Rück aus. Genau, stabilisiere mal hier. Verdammt, Hafu, hast du Glück gehabt. Leiten ab. Oh, das machen wir schon irgendwie. Sender könnte ihm beinahe in die Flanke geraten. Geht mir erstmal hier hin. Und schmeißt eine Granate auf den da. Dadurch geht hoffentlich seine Deckung kaputt. Oder sie bleibt einfach stehen. Warum denn nicht? Haben wir noch eine Granate übrig? Enku Call, was sagst du? Ja, du hast auch noch eine. Kommst du da ran? Ja, kommst du. Vielleicht geht die Deckung ja diesmal kaputt. Nein, geht sie nicht. Nun gut. Tatjana, es hängt jetzt an dir. Nein. Ziel steht noch. Du darfst jetzt nochmal schießen. Jetzt triffst du aber hoffentlich. Nein. Langsam macht mir der Typ Sorgen. Überprüfe Visier. Ja, das solltest du. René. Du solltest mal eventuell aufrücken. Oh. So, damit ist der Zombie erledigt. Oder? Ja. Gut. Er ist desorientiert. Eventuell den Kopf einziehen. Darauf warten, dass die da rauskommen. Du hast auch 500.000 Ziele, die dich alle deutlich besser sehen. Okay. Siehst du dich hierhin zurück? Gehst mir hier auf Feldposten. Los, zeigt euch. Marius, du müsstest mal nachladen. Die Deckung brennt. Lade einfach mal nach. Und gönn mir einen Feuerschutz. Der Sektoide ist immer noch desorientiert. Gut. Gut gemacht, Noob. Sehr gut. Kommt doch mal einer raus.
Der mag anscheinend Bäume. Oh oh. Ja, das ging auf die Rüstung. Die Luft brennt. Oh, aufpassen da oben. Gut. Das ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir weiter vorgehen. In ihre Flanke kommen wir nicht. Wir können jetzt unsere Granate einsetzen. Für den oder für den. Schalten wir erstmal den hier aus. Ein Glück, dass ich so viele Granaten eingepackt habe. Und einer weniger. So, Tatjana muss erstmal nachladen. Alles im grünen Bereich. Guck mal, light him up. Genau. Schieß mir nochmal auf den Sektoid. Jawohl, der wäre erledigt. Ziel eliminiert. Ah, light him up hat einen Cooldown, wie es aussieht, oder? Ja. Sander lädt erstmal nach. 11%. Warten wir mal darauf, dass die sich bewegen. Marius, du gehst hier hin. Suppresst mir den da hinten. Bei denen versuchen wir uns gerade noch zu holen. 21% ist ein bisschen wenig. Du hättest hier noch eine Handgranate, kommst aber nicht ran. Du hättest auch noch eine. Ja, die Beute wird hier langsam irrelevant. Deswegen sprenge ich hier alles weg. Hier hin. Gut, da war es nur noch der eine. Hoffe ich mal. Ah, du hast dich ja bereits bewegt. Day Night. Rück mal hierhin an den Container vor. Lade erstmal nach. Der Noob geht hierhin. Ach, du bist der Noob. Mit wem habe ich dich davon verwechselt? Mit Day Night habe ich dich verwechselt. Alles klar. Enku Call. Du sprintest dann mal hierhin vor, in der Hoffnung, dass da kein weiterer Pot ist. René. Du gehst auch mal näher. Auch wenn du nicht mehr so viele Hitpoints hast. Oh. Wie viele sind da drin? Und wo landen die? Ach, die landen hier beim suppressten Gebiet. Drei neue Gegner. Die haben sich aber Zeit gelassen. Oh, guck mal. Hi, Enku Call. Hast du neue Freunde gefunden? Knapp daneben ist auch vorbei. Nur angekratzt. Oh oh. Ja, Suppression hilft. Dann können wir uns hier mal im Bereich suppressen. Dürft ihr noch handeln, nachdem ihr hier abgeliefert worden seid? Nein. Gut, schalten wir erstmal die Drohne aus. Prozent. Gut. Immerhin ein Streifschuss. So, light him up. 81%. Sehr schön. So langsam wird die Zeit knapp. Dann schießt du mir noch auf das da. Nein. Hätte aber klappen können. Am Ziel vorbeigeschossen.
hier noch irgendwo eine Granate oder sowas rumliegen? Eine, wie es aussieht. Ne, zwei. Granate oder Bereichsunterdrückung. Naja, der Noob hätte noch eine. Also ruck mal vor. Schon unterwegs. Genau hier hin. Sehr schön. Enko Call hier rüber. Genau, den Offizier da weg. Denn dieser Offizier ist gar kein Gentleman. Verdammt, zieht sich die Mission wieder lang. Hier hätten wir auch noch eine Granate. Weißt du was? Wir gehen folgendermaßen vor. Du flankierst mir jetzt. Genau. Das Ziel flankierst du mir. Wenn du den da killst, dann machen wir den anderen mit der Granate platt. Sehr schön. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wenn jetzt keine weitere Verstärkung eintrifft. Wo war meine Granate? Hier. So, Marius. Spreng mal. Alter Sprengmeister. Wunderbar. So. Sender nach vorne. Feuerschutz. Alex nach vorne und Feuerschutz. Wäre jetzt zu krass, wenn hier noch ein weiterer Pott wäre. René hier hin. Feuerschutz. Nee, ich glaube, wir können es jetzt beenden. Du siehst das Teil nicht? Wer von euch sieht denn das? Ja gut, wir haben noch genug Zeit. Nachladen. Waffe geladen. So, Alex. Du gehst mal hier hin. Nee, hier hin. Von da aus musstest du das Ziel bereits sehen. Feuer. Habe kaum noch Munition. Von hier aus ist es nur noch eine Frage der Zeit, würde ich behaupten. Vorrücken. Einfach mal sicherheitshalber nichts provozieren. Feuerschutz. Day Night. Du gehst hier hin. Und schießt mir auch mal auf das Ziel. Ist in Ordnung. Der Noob geht hier hin und lädt nach. Ja klar, du lädst auch mal nach. Und gönnst uns hier mal einen Feldposten. Du gönnst uns hier auch mal einen Feldposten. Ruhig bleiben, Xander. Ist ja schon wieder vorbei. So, Alex. Feuer. Gut. Das war's. Keine Munition mehr. Day Night. Feuer. Ernsthaft? Nur angekratzt. Ja, das sehe ich auch. Beim nächsten Mal bitte richtig schießen. Marius, gib den Teil den Rest. Und jetzt nochmal ein 50er Pot da drin, oder? Feuer. Und, sind wir hier durch?
Und jetzt müssen wir noch alle evakuieren. Was? Es dauert 8 Runden, bis der hier eintrifft? Hier Firebrand. Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Mhm. Alles klar. Bekommt jetzt nochmal Verstärkung oder so? Du bist hier in Reichweite, das ist gut. Engu Call hier hin und hier absichern. Tatjana, geh mal hier näher ran. Und Feuerschutz. Lad es mal nach. Naja, so ganz ohne Gegner könnte es auch ein bisschen langweilig werden. Moment, nachladen. Feuerschutz. Nachladen. Overwatch. Nachladen. Feuerschutz. Feuerschutz, Feuerschutz, Feuerschutz. Oh. Das ist jetzt die große Frage, wo landen die? Wir wissen es nicht. Hoffentlich mitten bei in uns drin. Das wäre lustig. Da kommt die Verstärkung. Hi. Na, bereit zu sterben? Guck, guck. Kommt, Leute, nicht an ihm schießen. Zwei haben wir erwischt. Drei haben wir erwischt. Ich habe nur noch die Drohne und der Typ da hinten. Den da hinten kümmert sich Engu Call. Bitte lass ihn keine Close Combat Spezialisten Fähigkeiten haben. Also, Feuer. Nicht an ihm schießen. Nicht streifen. Mhm. Tatjana, Feuer frei. Gut. Nochmal. Sehr schön. Ich habe mir schon Sorgen wegen den Drohnen gemacht, aber das wird schon. So, René bräuchte vielleicht noch einen Kill. Nicht daneben schießen. Sehr schöner Crit. So, sind wir hier durch. Was? Nachladen. Und Feuerschutz. Nachladen. Feuerschutz. Ja, das Abrücken ist schon ein bisschen kompliziert. Oh Moment, irgendjemand sollte Hafo holen, oder? Wäre nicht verkehrt. Nicht, dass wir ihn hier zurücklassen. Xenon, das übernimmst dann da mal du. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich sag's ja auch nicht zweimal. Jeder Befehl kommt exakt einmal. Nachgeladen, bin dabei. Wo geht denn Gamera hin? Hier hin. Genau, nimm mal mit. 50 Minuten bereits. Oha. Bin unterwegs.
Geh mal einen Meter näher ran. Biete Feuerschutz. Ich werde vers la position. So, René. Je passe en vigilance. Covering now. Biete Feuerschutz. Bin dabei. Feuerschutz. Affirmative. Covering now. Got it covered. On overwatch. Mir entgeht nichts. Gebe Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Moving overwatch. Ja, du beendest deine Runde. Noch mehr Feinde? Runde beenden. Oh, hi. Teleportieren die sich einfach in unsere Mitte. Guter Treffer. Sektoide erledigt. Der hier erledigt. Sehr schön. Können wir raus hier? Ich würde schon noch sagen, dass wir die mitnehmen, oder? Wollen wir die noch schnell mitnehmen? XP und so, verstehst du? Ja, ich komme hier nicht ran. Na komm, nehmen wir die mit. Bin auf dem Weg. Feuer. Keine Strahlschüsse, hört ihr? Sehr schön. Ziel eliminiert. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Geh mal bitte hier hin. Probier mal deine beiden Läufe aus. 14 Schaden, das ist gut zu wissen. Ziel neutralisiert. Day Knight. Du gehst ja auch mal auf Kuschelkurs. Sehr schön. Nun gut, beginnen wir mal mit der Evakuierung. Brauche Munition. Moving. Sander. Befehl bestätigt. So, ich würde mal sagen, du verschwindest bereits. Bereit zum Abmarsch. Sie wird tout suite. Verstanden, bin unterwegs. Heading there now. Nur noch ihr fünf. Dann würde ich mal sagen, wartet ihr hier noch eine Runde? Na komm, Runde beenden. So Leute, raus da. Wird aber auch Zeit. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bin dabei. Evakuierung bestätigt. Bestätigt. Il était temps. So, Tatjana, raus da. Genau rechtzeitig. Heading home. Genau rechtzeitig. So, handelt sich nur noch um ein paar Sekunden. Hacken it in. Hacken it in. Verdammt, waren das viele Gegner. Alle X-Com-Agenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Meldes 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. 37 Gegner, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das auf, was weiß ich, auf Legende gestartet. Ich wäre so gut wie tot. Weiter. Ab nach Hause. Na komm, Caps Lock. Sehr schön. Ich bin auf die Beförderung gespannt und auf die andere Mission. Verdammt nochmal. Das ist die zweite Mission und ich bin hier eine Stunde lang dran gesessen. Schon ein bisschen ungesund. Hafo. Sprengstoffexperte.
Nadelgranaten. Schnelleinsatz. Unterstützungsgranaten und das Werfen. Abfahren kostet keine Aktion. Interessant. Nadelgranaten, deine Sprengsätze zerstören Beute nicht, wenn sie Feinde töten. Deine Sprengsätze können viele Deckungsobjekte zerstören. Ja klar, Sprengstoffexperte. Deckung wegsprengen ist mir wichtiger. René Weiland wurde zum Techniker. Marius, Volltreffer. Der Grundschaden vom Schusswaffen ist um einen Punkt erhöht. Kampffähigkeiten und mit dem Kampfmesser kontern. Was? Du kannst Nahkampfangriffe parieren und mit deinem Kampfmesser kontern. Ach, das ist die Muton-Attacke. Also wenn man die im Nahkampf angreift. Streifschüsse mit der Primärwaffe erhalten einen zusätzlichen Chance, das Ziel zu streifen. Mehr Schaden oder Streifschüssen aus dem Weg gehen? Ich würde mal sagen, wir gehen auf mehr Schaden. Tatjana, du, ruhiger Schuss, feuere einen extrem genauen Schuss mit einem Bonus von plus 30 Zielsicherheit ab. Halber Schaden, aus nächster Nähe. Gewährt plus 30 kritische Trefferchance gegen angrenzende Ziele mit Bonus. Das sinkt mit zunehmender Distanz zum Ziel. Deckungsfeuer. Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden. Ja, Overwatch-Infanterie, ne? Beziehungsweise Overwatch-Ranger. Na komm, dem Deckungsfeuer. Hört sich für mich am sinnvollsten an. Jo. Sender wird ein Schütze. Alles klar. Weiter. Alex. Granate abfeuern wird ein Grenadier. Grenadiere sind immer gern gesehen. So, ihr vier jetzt. Spezialist. Ja, Spezialisten können wir auch gut gebrauchen. Ein Scharfschütze. Herzlichen Glückwunsch, Steenheit. Der Noob. Ja, wird ein ein Ranger. Ranger-Infanterist. Kann man immer gut gebrauchen. Und Xenon wird ein Shinobi. Wunderbar. Weiter. Und weiter. Fortschrittliches Zielfernrohr haben wir als Beute geborgen, sonst nicht. Ist auch in Ordnung. Wenig Vorräte. Wer hätte das gedacht? Waffenkammer. Ja doch, wir haben ein paar Leute zur Verfügung. Vor allem haben wir noch eine ganze Menge Rekruten hier. Aber ich würde mal sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.